Herzlich willkommen zu einer weiteren Video-Short-Lecture, dieses Mal zum Thema Feedback. Das Thema Feedback bekommt in unseren Führungskräftetrainings eine übergeordnete Rolle zugeschrieben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Feedback in Unternehmen eine großartige Auswirkung auf die Mitarbeiter haben kann. Wenn wir von den positiven Auswirkungen sprechen, dann geht es natürlich bei Feedback darum, Mitarbeiter zu entwickeln. Es geht darum, Mitarbeiter zu steuern. Es geht aber auch darum, Mitarbeiter emotional zu binden. Die bindungsförderliche Komponente des Feedbackgebens hat überaus positive Effekte auf die Bereitschaft von Mitarbeitern, freiwilliges Engagement zu zeigen. Was nicht zuletzt daran liegt, dass sie sich gesehen fühlen und dazugehörig, dass man ihre Leistung anerkennt und sich darum bemüht, diese möglicherweise noch zu verbessern. Wir reden hier nicht von positivem und negativem Feedback. Das Wort negatives Feedback sollte man grundsätzlich aus dem Vokabular streichen. Stattdessen von positivem Feedback und korrektivem Feedback. Korrektives Feedback wird von Menschen, das hat die Forschung gezeigt, überaus gern angenommen, wenn es denn handwerklich richtig verteilt wird. Es ist erstaunlich, dass Mitarbeiter in Unternehmen sogar von sich aus sagen, dass sie das korrektive Feedback mehr schätzen als allein positives Feedback. Außerdem sollte man im Hinterkopf behalten, dass Führungskräfte, die um Feedback bitten, also die umgekehrte Seite der Medaille, wirksamer auf ihre Mitarbeiter wirken. In einer groß angelegten Meta-Analyse aus dem Jahr 1996 kam heraus, dass Feedback in 38% der Fälle zu unerwünschten negativen Effekten führt. Mit negativen Effekten ist hier destruktives Reaktionsverhalten der Feedback-Empfänger gemeint. Wie kann man es nun schaffen, zum einen den Wunsch, um korrektives Feedback der Mitarbeiter zu erfüllen und gleichzeitig diesen negativen Effekt nicht zu erzeugen? Dazu muss man wissen, dass Feedback ein Soll-Ist-Vergleich darstellt, der auf drei Ebenen stattfindet. Die eine Ebene wäre die Verhaltensebene. Das hast du getan, das hättest du tun sollen. Zum anderen wäre da die Ergebnisebene. Das hast du erreicht, das hättest du erreichen sollen. Und zum dritten wäre da eine Ebene, die gleichermaßen verantwortlich für den negativen Effekt war, von dem gerade die Rede war, und dementsprechend zu einer Art Firewall wird, die man nicht überschreiten sollte. Wir reden hier von der Selbstwert- oder Selbstbildebene. Wenn ich auf der Selbstwertebene oder Persönlichkeits- oder Selbstbildebene einen Soll-Ist-Vergleich anstelle, dann heißt das im Grunde genommen, so bist du und so solltest du sein. Sobald ein Feedbackgespräch diese Ebene berührt, sodass ich einen anderen Menschen mit Adjektiven beschreibe, wie du bist langsam, du bist naiv, du bist nicht genau, du bist unzuverlässig, etc., muss ich damit rechnen, dass ich genau diesen negativen Gegeneffekt erzeuge. Das bedeutet, ich möchte gerne dafür sorgen, dass ein Feedbackgespräch ausschließlich auf der Verhaltens- und Ergebnisebene stattfindet. Darauf kann ich einen Soll-Ist-Vergleich anlegen. Beispiel, du bist in den letzten 3 Wochen jeweils 5 Minuten zu spät gekommen, als wir ein Team-Meeting hatten. Würde ich stattdessen auf der Persönlichkeitsebene sagen, du bist unzuverlässig und die Person damit beschreiben, hätte ich genau diese Firewall überschritten. Um ein Feedbackgespräch gut strukturiert zu steuern und um diesen roten Knopf und weitere rote Knöpfe nicht zu drücken, haben wir ein Tool erfunden, das wir das SAIL-Modell nennen. Das SAIL-Modell ist ein 4-Phasen-Modell, das uns durch ein Feedbackgespräch leiten soll und uns zur Vorbereitung helfen soll. Die 4 Phasen mit den Abkürzungen SAIL sind zunächst einmal Sicherheit schaffen. Die erste Phase, Sicherheit schaffen, ist die entscheidende Phase im Gespräch. Die Rede ist hier von psychologischer Sicherheit. Gemeint ist damit, der anderen Person das Gefühl zu vermitteln, so wie du bist du in Ordnung. Und damit im Grunde genommen genau diese Ebene vorzuentlasten, die man eben im negativen Sinne nicht überschreiten soll. Die Person selbst ist okay. Wenn ich es nicht schaffen kann, diese Message zu vermitteln, muss ich damit rechnen, dass das Feedbackgespräch
um eine große Sorge des Feedbacknehmers kreist, nämlich als Person negativ wahrgenommen werden zu können. Wir weisen stattdessen darauf hin, dass sich das Gespräch, das korrektive Feedbackgespräch, ausschließlich um ein Verhalten oder um ein Ergebnis dreht, das wir mit dem Feedbacknehmer verbessern möchten. Die Phase Actions ist reserviert, um eben die Verhaltensweisen oder die Ergebnisse zu beschreiben, die man beobachtet hat. Feedback ist ein Dialog, deswegen sollte es hier spätestens an der Zeit sein, die andere Person zu fragen, wie sie denn die Situation selbst gesehen oder erlebt hat. Ein wichtiger Hinweis für die Actions-Phase ist, dass sich in dieser Phase vor allem die Verhaltensweisen oder Ergebnisse in den Soll-Ist-Zustand stellen möchte und dabei ganz wichtig darauf verzichten möchte, die Persönlichkeitsebene zu benutzen. Ich möchte auch darauf verzichten, viel zu schnelle Bewertungen vorzunehmen und ich möchte vor allem keine schlechten Absichten unterstellen. Außerdem ist es ratsam, keine Dritten mit einzubeziehen. Sowas wie hat der Müller gestern auch gesagt. Das wäre insgesamt ein kleiner Haufen roter Knöpfe, den nicht zu drücken wäre. Erst dann kann ich davon ausgehen, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, die Feedback-Empfänger-Person, Lust bekommt, konstruktiv an dem Verhalten oder den Ergebnissen zu arbeiten. Die Phase I ist reserviert für Implikationen, soll heißen, dass wir in dieser Phase klare Konsequenzen und klare Effekte des beschriebenen Verhaltens oder Ergebnisses darstellen wollen. Das kann für Menschen gehirngerecht aufbereitet werden, indem man diese Effekte in Geschichten erzählt, indem man diese Effekte auch vielleicht darstellen kann, dass man beispielsweise hat man sich über eine E-Mail geärgert, dass man diese E-Mail ausgedruckt mitbringt und die entsprechenden Zeilen markiert, dass man Effekte, die das Verhalten hatte, erzählt und sichtbar macht und transparent. Das wäre unter Implikationen wichtig. Es ist übrigens auch überhaupt nicht verboten, dort zu sagen, dass man sich ärgert über das Verhalten oder das Ergebnis. Das ist legitim. Immerhin ärgern wir uns nicht über die Person. Sie erinnern sich noch, die psychologische Sicherheit. Danach kommen wir in die letzte Phase, Learning. Und die soll natürlich dazu da sein, um abschließend eine Verhaltensänderung zu planen. Und diese Verhaltensänderung wird auch im Dialog geplant. Das ist besonders wichtig, denn manchmal verabschiedet man sich aus kritischen Gesprächen viel zu schnell und mit viel zu laschen Ergebnissen und mit viel zu laschen Zielvereinbarungen. Sowas wie, jetzt gibst du dir mal richtig Mühe in der nächsten Zeit. Das ist hier nicht gemeint, sondern im besten Fall wird hier eine smarte Formel verabschiedet, die wir in einem anderen Video Short Lecture nochmal genauer auseinandernehmen wollen. Und im allerbesten Fall fragt man mal die andere Person, wie sie denn eigentlich die Lösung oder wie sie denn eigentlich die Maßnahmen und Ziele für die Zukunft verstanden hat, die aus diesem Gespräch herausgekommen sind. Kann die andere Person diese benennen und detailliert beschreiben, kann man davon ausgehen, dass es gut verstanden worden ist. Ich möchte mich hier von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen gutes Gelingen mit unserem SAIL-Tool für korrektives Feedback.